Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann immer du dieses Video dir gerade reinschaust. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, Play 69 beendet seine Karriere, ist die Schlagzeile heute. Die überraschende Nachricht kam am Freitag online. Nachdem er es in den letzten Monaten immer wieder angedeutet hat, ist es jetzt offiziell. Play 69 beendet seine Rap-Karriere. In einem Instagram-Video, Post, besser gesagt, in einem Instagram-Post hat er geschrieben: Hey Freunde, ich habe in den letzten Monaten in meinen Stories immer mal wieder angedeutet, dass es bald zu Ende sein könnte. Das habe ich nicht einfach so gemacht, sondern weil ich ganz genau wusste, dass Babylon 2 mein letztes Album sein wird, Freunde. Ich habe mir von diesem Projekt vorgenommen, noch einmal für euch zurückzukehren und euch zu zeigen, was ich eigentlich drauf habe. Und ich weiß, dass ich es mit diesem Album geschafft habe. Ich habe schon seit 2019 keine Lust mehr. Ich bin nicht dafür gemacht, für Musik schon, aber für das Ganze drumherum eben leider nicht. Ja, vorbei, würde ich mal so sagen, ja. Ob das jetzt wirklich auch wirklich endgültig ist von dem Rapper oder ob es auch wieder nur so eine, ja, ich sag's mal, so ein, ja, wie nennt's mal, Promowelle sein könnte für seine neuen Projekte. Das bleibt jetzt erstmal abzuwarten, Freunde. Es gibt erstmal jetzt diese Nachricht von Play 69. Ja, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dieses Video, ihr es vielleicht noch nicht wusstet oder es vielleicht doch wusstet, schreibt es mir gerne unten in die Kommis rein. Ich lese mir natürlich jede Nachricht durch und schreibe auch natürlich den einen oder anderen von euch zurück. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out.